So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Amerika Truck Simulator. Jawohl, mit den. Ja, schön. Wir haben abgeliefert, die sind noch beim Abladen. Gut, da würde ich sagen, suchen wir uns eine neue Lieferung. Wir gucken mal, was die so da haben. Vielleicht haben die was Schönes da, dass wir auch mal ein bisschen mit der Kohle verdienen. Ansonsten fahren wir mal hier V an. Oh, was es sein soll. Und ja. Ansonsten gucken wir mal bei, ob die was Schönes haben. Ach, mal gucken, was die haben hier im Fracht. Sachen. Was die Schönes haben. Schlafen gegessen haben wir auch noch nicht. Müssen wir dann auch noch euch immer mal tun. Ja. Riesen Donut da vorne. Gucken, was die Schönes da haben. Eine Fracht, die sich auch mal wieder lohnt. Ja, ein paar Dollar. Ich weiß immer nicht. Mir klar, Kleinvieh macht auch Mist. Aber ja, wir haben ja Großes vor. Rote abstellen, gucken, wir da haben. Liebsten. Natürlich nur zwei Frachten. Auch gerade mal vor knapp 16.000. Würde ja mal hier gerne hinliefern. Leute, ich würde sagen, wir fahren. Ja, wir fahren mal das Bau an Sachen. Was denn? Fahren wir hier hin. Also, ja, muss hier auch ein bisschen Minuten. Fertig zum Losfahren. In welche Richtung müssen wir? Zeigt es mir natürlich nicht an. Nach rechts. Okay. Biege nach rechts ab. So, guck mal, was die Pins haben. Biege nach rechts ab. Ich will euch mal die Garage ausbauen. Hey, ich habe weit genug hinten gehalten, mein Freund. Links, rechts abbiegen. So, guck mal, was die haben. Sieht nach Autos aus. Ach so. Nur mit Autos. Rechts ab. Ach, hier kriegt man bloß wieder Autos. Aber wir gucken mal. Wir gucken wir mal. Sind fertig. Die Autos sind ja schön. Ja, ja schön, also Autotransport. Echt. Ja, aber war hier eigentlich schon mal in Holbrook? Holbrook oder fünft? Nee, da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir schon. Naja, das sind ja schon mal ein bisschen mehr Kohle, ne? Weil zerbrechliche Fracht. Stunden. Ja, kann man fahren. Oh, Leute, wir gucken immer mal noch. Warte mal, was waren es jetzt? Knapp 44.000. Knapp 44.000. Jetzt gucken wir mal hier bei Boom. Wenn. Die haben doch eigentlich auch mal große Frachten. Okay, wir fahren los.
Weil die haben doch eigentlich immer große Schwerlasten. Noch schöne Schwerlasten. Biege nach links ab. Und ja, hier chaotisch. Das auch hier links. Und nur Maschine schwer lassen. Da sehe ich doch schon zwei. So. Oh mal. Eigentlich die Fänger weiß gelassen. Eine haben sie. Boah, nur 14.000. Boah. Nur 14.000. Dafür fahren wir 8 Stunden. 14 Stunden für Baum 40.000. Da fahren wir lieber 14 Stunden. Ja, sorry Leute. Heute ist es ein bisschen... Ja, ich wollte mal so ein bisschen die Frachten durch. Nee, dann holen wir uns. Und fahren Autos. Genau. Dann fahren wir Auto. Kriegt mehr Kohle. Kriegt echt mehr Kohle. Fertig zum Losfahren. Es ist zwar schön, mit Schwerlast zu fahren, aber. Na gut, sind nur ein paar Gabelrollen. Aber. Fahren wir lieber mit den Autos. Nur noch ein bisschen Kohle reinkommen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man vorbeikommt. Demnächst links abbiegen. Hä? Ach so, das ist. Ach, wir müssen die andere Seite links abbiegen. Ja, ein Stückchen weiter, meine ich. Käse. Ich werde noch da ab. Naja, ist egal. Endlich, wir sind da. Da ist halt ein bisschen chaotisch mit mir. Leute, müsst ihr euch dran gewöhnen. Ich will Geld verdienen. So, ich
Kohle verdienen. So, und wir nehmen das jetzt hier mit 43.000. Oh, 14 Stunden. So. Auf geht's. Wacht ab. Was sind das überhaupt? Vielleicht die hier. Ja. Oh. Und die müssen wir wieder rausfrachten. Gerade Musik irgendwie. Da läuft Musik. Ankuppeln. Könnte man doch eigentlich gleich so einen Screenshot machen, ne? Den anderen Autos alles? Ja. So. Ja, wie kriegt man den jetzt raus? Kann man eigentlich ringsrum fahren? Ringsrum fahren kann man nicht, ne? Vorfahren, zurückschieben. Okay. Lass uns loslegen. Hier läuft Musik, Leute. Nicht, dass wir hier noch neue Wagen haben. Das war teuer, Leute. Hier dudelt immer noch Musik. Seit wann das? Abbiegen. Auf einmal die Position so komisch. Biege nach links ab. Hältst du bitte an, weil Auflieger und so, ne? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und keine zwei Spuren, da hätte nicht mal Spurwechsel machen können, oder? Da merkt man schon, ja. Wie ich ein bisschen mehr wie die letzte Fracht.
schöner Tunnel. Der schiebt ganz schön, der Auflieger, der schiebt. Die Motorbremse greift wieder nicht. Meine Güte. Doch schön ist mehr, oder? Oh, schön. Schön ist mehr. Können wir aber leider nicht genießen und aussteigen und ein bisschen drinnen baden. Geht nicht. Wir müssen pünktlich liefern. Leider pünktlich liefern. Ja, komm schon, du musst mit deinem Pickup noch mal hier vorbeikommen. Hat es geschafft. Bitte links halten. Mache ich. Hubschrauber da oben. Bitte links halten. Ja, doch.
Ja. Wollen die einfach. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Firma wir noch. Es ist ein, glaube ich, 14 von 3. Nee. 13 von 14 habe ich jetzt. Welche Firma mir noch da fehlt, weiß ich jetzt gar nicht. Oder Unternehmen, sag ich mal. Nicht eine Errungenschaft, meine ich, Leute. Nicht eine Errungenschaft. Oder Errungenschaften. Jetzt mal noch eine Firma. Bitte rechts halten. Dachte ich bei Zeiten bei der Sperrlinie, oder? Alter, geht's doch noch gut oder was?
Biege nach links ab. So ein Kunde. So, wir brauchen bald ein Bettchen, ne? So wie ich sehe. Wollen wir mal gucken. Wollen wir jetzt hier drauf fahren? Gucken wir vorher mal. Mein Bettchen. Hier hinterfahren. Machen wir das mit unserer Lenkzeit. Das Bettchen hier haben wir verpasst. Hier haben wir verpasst. Machen wir das mit der Lenkzeit. Hoffentlich schaffen wir das bitte. Könnte eng werden. Könnte eng werden, Leute. Könnte eng werden. Sehe schon, wir brauchen bald wieder neue Reifen. Nimm die Ausfahrt rechts. Könnte echt eng werden. Wollt ihr ihn verarschen? Warum fahrt ihr links, wenn ihr nicht schneller könnt? Ah, jetzt komme ich nicht an dem vorbei. Komme schon, aber es darf nicht. Sperrlinie und so, ne? Also die Sperrlinie ist so eine durchgezogene Linie, so. Ja, zieht er. Hast du das gesehen? Das ist eine durchgezogene Linie. Er zieht einfach rein. Du könntest echt ein bisschen schneller fahren, Mike.
wir sind gleich zu schnell. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wir waren gleich zu schnell. Nimm die Ausfahrt rechts. Viel zu schnell. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Kann ich doch nicht. Biege nach links ab. Ja, ist noch eins weiter. So, mal Schlafplatz suchen, Leute. Am besten bei keinem Kühler. Nur wir können es hier hinstellen. Es geht Kühler, oder? Nee. Nee, der geht. Können wir die ganze Nacht nicht ruhig schlafen. So, Leute. Mal erstmal hier. Da würde ich sagen, hol mir Käffchen. Dann gehe ich ins Bettchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und allzeit gute Fahrt. Tschüss!